Willkommen zurück zum Let's Play and Guide F1 Manager 2022. Wir befinden uns weiterhin in der ersten Saison mit dem Team Williams und zwar aktuell beim Monaco Grand Prix. Ich möchte jetzt noch ein letztes Mal auf das Setup-Vertrauen eingehen, der Fahrer und wie man das einstellen kann. Es gibt nämlich noch eine weitere Möglichkeit, wie man sich das so ein bisschen vereinfachen kann für die, die das nutzen möchten. Ich kann schon mal gleich sagen, ich werde es nicht nutzen, auch wenn ich finde, dass es eine gute Möglichkeit ist, das ganze System nochmal zu vereinfachen für alle, die einfach keine Lust haben, bei jedem Rennwochenende immer das Training vielleicht zu verwalten, auch wenn ich ja schon eine Möglichkeit gezeigt habe, wie man es auch ohne Training machen kann, beziehungsweise mit dem Simulieren von dem Training und trotzdem ein gutes Fahrer-Setup-Vertrauen hinbekommen kann. Hier zeige ich euch jetzt nochmal eine weitere Möglichkeit. Und zwar hat sich einer aus der Community mal die Mühe gemacht und hat so eine Art Kalkulator erstellt, ja, wie man hier oben sehen kann. Ihr seht auch oben die Seite. Ich verlinke euch das Ganze auch in der Videobeschreibung für alle, die daran interessiert sind. Und damit kann man das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen, vielleicht noch ein bisschen schneller hinbekommen, dass man es optimiert. Ich habe es auch schon ein bisschen ausprobiert und kann sagen, dass es ganz gut ist auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, wenn man selber Übungen hat, ist man, ich sag mal, ähnlich schnell. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt viel, viel, viel schneller ist, aber es macht die Sache schon ein bisschen einfacher, wenn man es verstanden hat. Also wir sehen die ganze Webseite, wie sie aufgebaut ist. Ne? Ihr seht halt nur die englischen Begriffe, müsst ihr euch einfach nur ja, die deutschen Begriffe vorstellen aus dem Spiel. Das ist ja an sich das Gleiche, ne? Frontflügel, Heckflügel und so weiter. Und auf der rechten Seite dann eben das, was sich dadurch verstellt. Und jetzt sind wir hier gerade in Monaco beim Training. Vor dem ersten Training und ich stelle das Ganze jetzt einfach mal um auf Monte Carlo. Ja, und dann gibt das Spiel einem schon mal vor, wie man es vor dem ersten Training am besten einmal einstellen sollte. Und genau das werden wir jetzt in-game machen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auf der linken Seite bei beiden Autos habe ich das schon eingestellt. Hier sieht man es, ne, habe ich die Einstellung vorgenommen, so wie es mir der Kalkulator vorgeschlagen hat. Und dann zeige ich euch gleich mal das Ergebnis, nachdem wir das erste Mal Feedback bekommen. Wir machen das Ganze einfach mal am Beispiel von Gasly. Wir haben jetzt das erste Mal Feedback von ihm bekommen, haben ihn wieder reingeholt an die Box in T1. Und ihr seht jetzt, ne, was wir eben schon an Daten bekommen. Und ich kann euch schon mal aus Erfahrung sagen, das ist kein Zufall, dass es relativ gut aussieht. Wenn ihr von diesem Kalkulator, ich sag mal, die ersten Werte nimmt, dann steht ihr meistens schon ziemlich gut da, habt schon ein paar Sachen vielleicht auf optimal oder großartig, also das funktioniert auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt müssen wir diese neuen Daten, dieses Feedback vom Fahrer einfach erstmal nur in den Kalkulator übertragen und das werden wir jetzt gleich zusammen machen. So, wir befinden uns wieder im Kalkulator und übertragen jetzt einfach das Feedback, was wir von unserem Fahrer bekommen haben. Wir hatten ja ganz oben stehen, beim Oversteer hatten wir großartig stehen, was uns der Fahrer gesagt hat, bei den Bremsen war es schlecht, bei den Kurven war es optimal, bei der Traktion war es großartig und bei den Geraden war es dann auch nochmal optimal. Und wenn wir jetzt auf Find Setup klicken, dann ne, gibt er uns die neuen Änderungen vor. Hier sieht man sie auch nochmal in grün hinterlegt, was wir jetzt als nächstes umstellen sollen und das werden wir jetzt in-game machen. So, wie vom Kalkulator vorgegeben, werde ich das Ganze jetzt abändern auf die Werte, die es mir angegeben hat. Und dann schicke ich den Fahrer wieder raus und wir sehen uns gleich mal das Ergebnis an. Nochmal ein kleiner Tipp für zwischendurch. Wie man sehen kann, haben wir jetzt eine sehr lange Konfigurationszeit bei beiden Fahrern. Und zwar ist Folgendes passiert. Das Getriebe hat sich fast komplett verabschiedet. Die magische Zahl scheint hier 15% zu sein. Denn ich konnte jetzt mit einem 15% Getriebe beide Fahrer nicht mehr ins Training rausschicken. Soll heißen, ja, ab 15% könnt ihr euch darauf einstellen, werden eure Ingenieure die Fahrer nicht mehr loslassen, also nicht mehr aus der Box lassen. Das heißt, ihr könnt ein Getriebe ja bis 15% gut ausnutzen und danach solltet ihr es dann auf jeden Fall austauschen. Oder ich sag mal so, das Spiel zwingt euch dazu, es danach austauschen zu müssen. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich in Training 1 kein Feedback mehr bekommen, aber dann am Anfang irgendwann von Training 2 und dann schauen wir uns die Ergebnisse einfach da an. So, wir befinden uns im Training 2, haben jetzt nochmal Feedback bekommen. Ich wollte das jetzt nur nochmal zeigen. Wie gesagt, das erste Getriebe ist jetzt komplett runter, eben auf 14% und damit wollten die mich oder den Fahrer unter das Auto eben nicht mehr aus der Box rauslassen. Ne? Das ist auch interessant zu wissen, welcher Wert eben da kritisch ist. Also 15% scheint da sehr kritisch zu sein. So, wir gehen aufs Setup. Schauen uns das an. Wir haben eine neue Beurteilung bekommen. Jetzt mit großartig, optimal, großartig, gut und optimal.
und werden das Ganze jetzt in diesen Kalkulator eingeben. So, ich gebe jetzt das neue Feedback ein. Hier bleibt es ja bei großartig. Bei den Bremsen hat es sich geändert auf optimal. Bei den Kurven ist es großartig. Bei der Traktion stelle ich es auf gut, so wie es halt im Spiel steht. Und ganz unten bleibt es auf optimal. Und dann gehen wir wieder auf Fine Setup. Ja, und jetzt kriegen wir die neuen drei Anpassungen, die wir vornehmen sollen im Spiel und werden das auch gleich machen. So, ich stelle das Ganze um auf 9:1. Bei der Stabilisatorverteilung, beim Radsturz müssen wir runter auf 3:15 und bei Nachspur auf 0,10. Und ja, dann schicke ich Gasly wieder raus und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. So, das Ergebnis können wir jetzt hier sehen bei Gasly. Wir haben 4-mal optimal und 1-mal großartig. Man könnte jetzt natürlich schon aufhören. Wenn ihr das natürlich noch weiter treiben wollt, gebt ihr jetzt das neue Feedback auch wieder in den Kalkulator ein, was wir auch einmal machen können. So, ich habe das Ganze jetzt schon mal ausgefüllt. Einmal mit großartig, optimal, 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 optimal. Wir klicken wieder auf Fine Setup und die letzte Änderung wird uns jetzt hier vorgegeben, beziehungsweise die letzten zwei, und geben das wieder im Spiel ein. So, ich habe die zwei Anpassungen vorgenommen. Einmal Radsturz verändert auf minus 3,20 und Frontflügel auf 9,5. Wir sind jetzt am Ende vom Training 2, das heißt, wir schauen uns den Rest in Training 3 an. So Leute, und da haben wir jetzt die 100% Fahrer-Setup-Vertrauen erreicht beim Fahrer Gasly mit dieser Methode, mit diesem Kalkulator. Wie gesagt, ne, alles ist auf optimal, wie ihr sehen könnt, 100%. Ich finde, es ist eine ganz gute Möglichkeit für einige da draußen, die das vielleicht nutzen wollen. Ne, ich denke, man versteht den Kalkulator auch recht schnell, wie er funktioniert. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich werde ihn, wie gesagt, nicht nutzen. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Ich werde es in der ersten Saison mit Williams sowieso das meiste simulieren und immer nur meine eigenen Anpassungen vornehmen, so wie ich es ja in einer anderen Folge auch schon mal gezeigt habe. Ich kann es aber jedem auf jeden Fall empfehlen, der da kein Problem mit hat, ein externes, in Anführungsstrichen, Programm zu nutzen. Da haben ja vielleicht auch einige ein Problem mit. Ansonsten kann ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, der einfach auch nach 20, 30 Mal rumprobieren einfach mit diesen Reglern nicht klarkommt. Ja, mit diesem Verstellen, der da einfach kein Gefühl für bekommt. Für diejenigen, denke ich, ist dieser Kalkulator super, weil der übernimmt genau diese Arbeit für euch. Ja? Er macht für euch diese Anpassung und ihr müsst sie eigentlich immer nur eingeben und das Feedback übertragen. Und ich denke, dafür ist es sehr gut geeignet. Wir befinden uns jetzt kurz vor Q1 und ja, wir sollten uns ab jetzt spätestens, wir sind in Monaco, wie gesagt, wir hatten schon den Getriebeschaden oder was heißt Schaden, ein bisschen problematisch. Ne? Ihr seht es jetzt auf der rechten Seite, Motor mit 30% ist jetzt auch ein bisschen knapp. Ne, beim zweiten Wagen mit 32% Getriebe hatten wir ja zwanghaft tauschen müssen. Gehen wir jetzt erstmal da drauf. Das solltet ihr euch sowieso dann angewöhnen, wenn ihr damit so ein bisschen spielt mit diesen Autoteilen, dass ihr wirklich vor jedem Qualifying immer bei den Autoteilen reinguckt und euch den Zustand anguckt. Wir werden jetzt für Qualifying und Rennen auch den Motor dann dementsprechend austauschen vor dem Qualifying und denken dann beim nächsten Rennen wieder daran, dass wir eben für die Trainingssession wieder den alten Motor einbauen. Das werden wir jetzt beim zweiten Wagen genauso machen. Ja, und dann gehen wir hier mit dem 100% Vertrauen bei Gasly und 92% Vertrauen bei Albon ins Q1. Ja, ich zeige das auch gerne jetzt wieder mit Monaco mal wieder ein Rennen, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass die erste Saison, also dass sie überhaupt kein Rennen mehr mitbekommt. Darum werde ich, denke ich, auch nach Monaco auf jeden Fall nochmal ein Regenrennen zeigen und vielleicht nochmal ein, zwei andere in der Saison. Ansonsten habe ich ja vor, das meiste ohne euch zu machen. So, wir sind am Anfang vom Q1. Wir schauen wieder, ne, wie dann erwarteter Verkehr auf der Strecke ist. Gut, am Anfang können wir eh nicht so viel damit machen. Ich schaue jetzt aber auf die Zeit. Wir sind bei ungefähr 18, geht ja immer das Q1 los. Werde Gasly gleich losschicken. Und dann schauen wir mal, wann der dann über Start und Ziel kommt. Albon direkt hinterher. Wir gehen auf die Karte. Wir sehen, hier ist die Start- und Zielgerade und warten jetzt, bis sie die erreichen und rechnen dann von 18 runter die Differenz. Na, wir gucken mal, Gasly geht jetzt gleich dran vorbei. 18, ne? Minus 16, 20 könnt ihr euch ja ausrechnen. Ungefähr 1 Minute 40. Nochmal 10, vielleicht 15 Sekunden oben drauf. Dann sind wir bei 1,55. Das heißt, wir wissen für das Ende der Session, wann wir unsere Fahrer spätestens losschicken müssen, dass sie auf jeden Fall noch über die Ziellinie kommen und eben ihre letzte Runde ganz am Schluss des Feldes eben nochmal fahren können. Und hatte ich ja schon mal gesagt, aber jetzt ist zum Beispiel auch ein sehr guter Zeitpunkt. Ihr werdet auch eine freie Strecke haben, wenn ihr eure Fahrer
ja, als erstes aus dem ganzen Feld rausschickt. Dann habt ihr sogar den Bonus, dass vor euch keiner einen Unfall bauen kann. Und dementsprechend gibt es auf gar keinen Fall eine gelbe Flagge oder so. Ne? Wir könnten jetzt einfach mal, weiß ich nicht, wenn kein anderer fährt, Albon lassen wir einfach mal jetzt losfahren. Ja, vielleicht noch ein bisschen früh. Aber ich glaube, das, ja, das passt alles. Ja. Jetzt gucken wir mal oben links, gleich bei 2 schon. Dann müssen wir auch gleich Gasly losschicken. Ich warte jetzt noch, bis die letzten, die Weißen auch noch rausgehen. Die Haas könnte ein bisschen knapp werden. Aber passt, denke ich noch. Hatten ja immer diesen Puffer von 10, 15 Sekunden. Albon hat jetzt eine ganz freie Strecke. Hatten wir vorne, vor dem Feld rausgeschickt. Der kann jetzt ganz in Ruhe durchziehen. Keine Sorge wegen der gelben Flagge vor ihm, keinen Unfall, der passieren kann vor ihm. Und Gasly ist ganz hinten dran, sollte auch noch locker über die Linie kommen. So, beide sind leider ausgeschieden in Q1, aber das liegt halt auch am Auto natürlich. Strategie, ich nehme wie gesagt immer gerne für eine Runde mehr Kraftstoff mit, dass ich ein bisschen flexibler bin. Dann alles hochstellen. Ihr kennt das Ganze. Dass man sich am Anfang einfach nur gut verteidigt. So in den ersten Kurven reicht das meistens schon. Und dann gehe ich meistens schon auf die Rennstrategie. Mal gucken, was hier die beste ist. Option A, B oder C. Option A scheint die beste zu sein mit Rot und Weiß. Mir ist allerdings meistens auch wegen der Haltbarkeit Gelb-Weiß lieber. Und zumindest mit Spielversion 1.6 ist das auch meistens wirklich die bessere Wahl. Das könnte sich allerdings mit 1.7 nochmal verändern. Die Entwickler arbeiten so ein bisschen an den Reifen. Da kann sich ein bisschen was ändern und das wird dann natürlich auch die Strategien beeinflussen. Vielleicht können wir ein bisschen aggressiver fahren. Vielleicht fahren wir im ersten Stint auf den Gelben nicht so aggressiv. Ein bisschen später und können dann auf den Weißen allerdings aggressiver zu Ende fahren. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Hier machen wir es ähnlich. Da kommt vielleicht ein bisschen später rein. So, nochmal alles kurz überprüfen. Autoteile passt ja auch. Haben wir alles, genau, den Motor nehmen wir jetzt nochmal. Beziehungsweise haben wir den nicht getauscht? Ich hatte den noch getauscht. Dann wechsle ich das Ganze jetzt nochmal. In der Meinung, ich hatte das doch getauscht. Bei dem auch, ne? Ja, müssen wir hier auch nochmal drauf achten. Ganz seltsam. Normalerweise ändert sich das nicht automatisch. Egal, jetzt haben wir den frischen Motor drin. Sollten auch nochmal ein bisschen schneller sein deswegen. Und ja, dann beginnen wir das Rennen von Monaco. Es ist nur leicht bewölkt und wir blicken auf die Startbahn. Wir sind hier und die Straßen sind voller Leben beim großen Preis von Monaco. Das Startsignal erlischt so. Und los geht's. Start geht los. Geh mal in die Kameraansicht von Gasly, dass wir auch mal ein bisschen was sehen können. Ja, viel überholen kann man hier eh nicht. Es gibt allerdings zwei Möglichkeiten. Einmal im Tunnel, wie auch auf der Start- und Zielgeraden. Ihr seht aber auch, dass es einige ja, Probleme gibt, wie das Spiel das Ganze managt hier manchmal. Ne? Das habt ihr bei einigen Strecken manchmal, wenn es eng wird. Dass, also bei einigen Strecken funktioniert es komischerweise sehr, sehr gut. Dass, ne, dass die Autos wirklich sehr gut knapp nebeneinander fahren, wie es in echt ja auch oft so funktioniert. Aber dann habt ihr eben auch gesehen, gibt es manchmal so fehlerhafte Stellen, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo es ganz seltsam ist, dass die Fahrer sogar, obwohl vor ihnen nichts ist, auf die Bremse gehen und sogar abstoppen. Obwohl überhaupt keine, ich sag mal, Unfallgefahr herrscht. Das ist manchmal noch ein bisschen seltsam. Ich hoffe, das kriegen die Entwickler noch in den Griff. Weil das ist natürlich auch eine sehr ärgerliche Sache, wo man auch verdammt viel Zeit verlieren kann. So, wir gehen mal kurz auf Albon, beziehungsweise ich stelle jetzt das Ganze hier auch mal auf neutral gleich, das ERS. Wir werden eh nirgends wahrscheinlich vorbeikommen und wenn doch, wird es uns auch keinen entscheidenden Vorteil erstmal bringen. Wir wollen eher hinter den Leuten bleiben. Genau, gucken wir uns mal kurz Albon an.
Vielleicht kriegen wir den irgendwie dann mit dem DRS auf der Start-Zielgeraden an den Aston Martin zumindest vorbei. So, Reifenstrategie war ja eher ein bisschen zurückhaltend am Anfang. Das heißt, wir gehen auf Standard bei beiden. Sprit werde ich jetzt auch nicht erstmal mehr verbrauchen, sondern auf ausgewogen gehen. Und ja, dann schauen wir uns erstmal so die ersten Runden an. Wie gesagt, viele Überholmöglichkeiten gibt es nicht. Wir wollen aber wie immer ja dranbleiben, bis dann das ERS aktiviert wird in der nächsten Runde. Übrigens nochmal eine kleine Erklärung zum ERS. Wer sich fragt, was das hier für Balken sind, ne? Der türkise und auch der gelbe Balken. Der gelbe Balken zeigt das, was das ERS pro Runde maximal ansparen kann. Das ist der rechte Wert, 2 Megajoule. Ist das Maximum, was pro Runde angespart werden kann. Das heißt, ihr stellt zum Beispiel auf Energierückgewinnung, dann ist es so, dass insgesamt in der vollen Runde maximal 2 Megajoule angespart werden können. Ne, hier seht ihr dann, und der linke Wert ist immer das, was auf dieser Runde, in der sich euer Fahrer aktuell befindet, insgesamt reingekommen ist an Energie. Ne, wir sehen, wir haben jetzt schon 1,2 Megajoule gut gemacht bis zu diesem Streckenteil. Und links, die türkise Zahlen sind halt genau das Gegenteil, nämlich das, was abgegeben wird. Also wir haben bis jetzt, ihr seht, es geht immer höher, die linke Zahl, 1,2 Megajoule schon verbraucht auf die Runde, nämlich ungefähr das, ne, was wir auch reinbekommen haben, weil wir es eben auf neutral gestellt haben. Und 4 Megajoule ist das, was insgesamt auf einer Runde maximal abgegeben werden kann. Und die ERS-Batterie, ihr seht ja nur die Prozente, kann aber mehr als 4 Megajoule insgesamt aufnehmen. Das heißt, wenn die bei 100% ist, ich sage jetzt nur mal eine Zahl, weil ich kenne es gerade auch nicht auswendig, dann sag mal, ne, hat die vielleicht sogar 8 Megajoule. Das heißt, ihr könnt 2 komplette Runden theoretisch auf Einsätzen gehen. Ne, dann wird zweimal auf jeder Runde eben 4 Megajoule abgegeben und dann ist sie erst leer. Ja, so müsst ihr diese Zahlen deuten und diese Grafik. Ich glaube, das hatte ich bis jetzt noch nicht erklärt. So, jetzt werden wir aber auch ein bisschen ungeduldig. Wir müssten mit Gasly eigentlich mal ein bisschen pushen, damit wir mal dranbleiben. Focus and push. Vielleicht auch mal ein bisschen auf Einsätzen gehen, dass wir wieder rankommen in das 1-Sekunden-Fenster. Ne, wir sehen, die 1,8 sind wir zurück. Okay. Hatte ich jetzt durch die Erklärung nicht so drauf geachtet. Albon steckt weiterhin hinter Vettel fest. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht doch mal vorbeikommen können jetzt im Tunnel oder auf der Startziel. Ich werde mal auf Einsätzen gehen und einmal auf Pushen, auf Angreifen. Vielleicht kommt er hier im Tunnel vorbei. Wir werden es mal beobachten. Aber, nee, ich glaube eher nicht. Dann vielleicht auf der Startziel. So, wo ist Gasly? Gasly ist auf jeden Fall wieder dran. Ich stelle wieder auf Neutral. Alles wieder so ein bisschen runter. Dass wir da auch nicht zu viel verlieren. Okay. So, Albon, ich gehe wieder auf Einsetzen. Full deploy. Vielleicht kommt er jetzt vorbei. Okay. Auf der Startziel, weil wir haben DRS, Vettel nicht. It's closest gap. Sieht gut aus. Yes. Jetzt hat er wieder so leicht abgebremst. Schauen, was er hier macht. Na, bleibt er hinten. So, jetzt können wir wieder auf Neutral stellen. Das bringt hier nichts. Hier werden wir eh nicht überholen. Dann versuchen wir es auf der nächsten Startziel noch einmal. Und ansonsten, wie gesagt, wird das Rennen jetzt nicht super spannend sein. Ich werde dann wahrscheinlich bis zum ersten Boxenstopp mal ein bisschen vorspulen für euch. So. Dann gehe ich jetzt schon mal auf Angreifen, auf Druck machen. Ja, wir verlieren hier leider in diesem Streckenteil so ein bisschen Zeit. Und dann gehen wir hier wieder auf Einsätze und versuchen jetzt auf der Startziel vorbeizukommen. Ah, was war denn das für ein Schlenker? Aber wir sind, glaube ich, vorbei. Wir haben es ihr seht, da gab es auf dieser komischen Stelle wieder so ein Zucken. Da hätte er fast gebremst, denke ich mal. Ja, und jetzt, wo wir vorbei sind, können wir eigentlich wieder auf Standard gehen, ausgewogen. Ja, und gut ist. So, wir befinden uns im Boxenstopp-Zeitfenster von Gasly und gleich auch von Albon. Na, Reifen sind auch ganz schön runter auf 38%. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich hoffe mal, so 2-3 Runden können wir vielleicht noch fahren. Einige waren schon an der Box, von daher sind wir da ein bisschen weiter vorgekommen. Allerdings ist das natürlich nur eine Momentaufnahme. Ja.
wie man hier sehen kann, waren schon, ja, viele jetzt schon an der Box. Dann schauen wir mal. Wir sollten auf jeden Fall die Aston Martin im Griff haben, mit Gasly sowieso, mit Albon denke ich auch. Und vielleicht kriegen wir, wie immer, halt noch Latifi, vielleicht nochmal ein Haas, vielleicht nochmal Mick Schumacher, müssen wir mal schauen. Jetzt sind wir runter auf 36%. Ich denke mal, nächste, spätestens übernächste Runde gehen wir dann rein. Ich gucke mir gerade nochmal die Strategie an. Wie sieht das Ganze aus? Wir können ja danach eh auf aggressiv durchfahren, ne? Dann lassen wir den jetzt nochmal ein bisschen pushen auf aggressiv und dann holen wir Gasly in dieser Runde rein. Auf die weißen Reifen. Und was ich euch noch nachliefern wollte, ne? Das war natürlich, ist ziemlich groß zu sehen, aber als ich das euch zeigen wollte, habe ich es ja irgendwie immer wieder mit meinen Augen verpasst. Ihr seht, wenn ihr in dieser Boxen, in diesen Boxenoptionen seid, ne, seht ihr hier auf der rechten Seite, was das Spiel euch ausrechnet, wo ihr landet, wenn ihr jetzt den Boxenstopp macht. Ne, in dem Fall sind wir dann wohl auf Platz 16, vorher auf 12, danach werden wir auf 16 zurückfallen. Das ist so die Hochrechnung vom Spiel. So, um Albon müssen wir uns auch noch kümmern. Der ist auch runter auf 37%, also seinen Reifen. Der muss allerdings noch 2-3 Runden durchhalten, wenn es geht. Schauen wir auch da nochmal auf die Strategie. Ja, er kommt ja aber auch ein bisschen später rein. Vielleicht gehen wir da auch schon nächste Runde rein, also eine Runde vorher. Hier, jetzt fahren wir nochmal vorbei. Jetzt ist er auch... Ach, jetzt sind wir noch bei Gasly drauf gewesen mit der Kamera. Albon ist ja hier. Albon ist ja eigentlich so weit zurück, dass wir ihn eigentlich auch jetzt schon reinholen könnten. Aber ich denke, wir lassen ihn nochmal eine Runde fahren und holen ihn dann in der nächsten rein. Ich stelle es jetzt ein. Auch auf weiße Reifen, auf den harten. Ja, kann jetzt auch nochmal auf aggressiv fahren. Die Reifen so ein bisschen abfahren, ein bisschen mehr. Ja, und Gasly steht jetzt auf aggressiv, ist auch richtig so, ne? Ihr seht es auch immer hier in eurer Strategie, wie ihr es angegeben habt, wie mit dem Reifen umgegangen werden soll oder wie es eingeplant ist, weil das hat natürlich auch einen riesen Einfluss auf den Verschleiß. Seht ihr hier, ihr seht, ne, wie viel Zeit wir jetzt auch bei Überrundung leider verlieren. Albon wird überrundet. Aber ne, seht ihr, dass das eben auch eingestellt ist und hochgerechnet wird. Das heißt, wenn ihr jetzt Reifen sparen wolltet, könntet ihr... Also im Vergleich zu eurer Strategie, wie ihr es geplant habt, müsstet ihr eigentlich nur auf Standard stellen, also einen runter. Dann würde der Reifen automatisch natürlich auch länger halten. So, Albons Boxenstopp nehmen wir auch nochmal mit. Ja, fällt es leider ganz zurück erstmal. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich ist es auch durch die Überrundung haben wir so viel verloren. Allerdings auch die Aston Martin waren noch gar nicht drin. Genauso wie Norris war auch noch nicht an der Box. Ein Stopp hier müssen natürlich alle machen bei trockenen Bedingungen. Von daher müssen wir mal schauen. Mit Vettel könnte es knapp werden. Wir haben jetzt... Ja, wobei, es reicht. Wobei, jetzt verliert Albon noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ah, müssen wir mal schauen. Nicht, dass wir durch die Überrundung so viel verlieren. Ich gucke jetzt mal auf die linke Seite, wann die Aston Martin reinkommen. Mit Gasly geht es gerade um nichts. Ne, wir sind 6 Sekunden dahinter. Haben auch genug... Vorsprung vor Latifi. Und die Aston Martin sind echt immer noch draußen. Die kommen echt spät rein. Oh. Tja, Albon, das war's dann. Sehen wir uns das genauer an. Das war dann mal ein Fehler von unserem Fahrer. Moment mit Albon. Ja, beim Rausbeschleunigen. Das ist ein Ausfall, ein großer Ausfall. Ja, der Sprecher sagt zwar Ausfall, aber das muss jetzt nicht wirklich bedeuten, dass es schon vorbei ist, sondern es kann ihre Gesamtchancen wirklich beeinträchtigt haben. Er fährt jetzt nochmal weiter. Wie gesagt, wir können jetzt auch mal gucken, was beschädigt ist. Sie sind gecrashed. Und wir sehen, hinten links haben wir ein Problem. Der Reifen ist hin. Okay. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall in die Box holen. Aerodynamik schaue ich mir nur nochmal an. Auf der rechten Seite geringer Schaden bei Chassis und Aufhängung. Das ist natürlich nicht so gut. Müssen wir mal schauen, ob wir das mit dem Boxenstopp nochmal hinbekommen. Allerdings, ja, macht es ja eh nicht so viel Sinn, sag ich mal. Wir schicken den jetzt nochmal raus. Auf den weißen Reifen, wenn das geht. Kann man das jetzt so überhaupt machen oder muss der jetzt wirklich raus? Frontflügel könnten wir zwar einstellen. Machen wir einfach auch mal. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Er fährt jetzt natürlich super langsam. Okay, Box. Und das Rennen ist so oder so vorbei. Also er wird entweder letzter oder er fällt aus. So, schauen wir mal.
Ich glaube, so einen schweren Schaden, genau, hatte ich bei meinen Fahrern ehrlich gesagt auch noch nicht. Also im Rennen zumindest nicht. So, Leute, da bin ich wieder. Tut mir leid für diesen Cut. Ich hatte einen Spielabsturz. Zufälligerweise, gerade als bei Albon ausgeschieden ist, beziehungsweise kurz nach dem Boxenstopp, so wie ihr es gesehen habt. Ich fand es trotzdem mal interessant zu sehen, was eben so passiert. Ne? Oder es war ja auch der erste richtige Unfall von unseren Fahrern, jetzt sage ich mal auch in dem Let's Play. Von der gut, dass wir es noch gesehen haben. Ich werde das auch natürlich drin lassen, nicht rausschneiden. Da das Spiel immer nur vor einem Rennen speichert, ist das jetzt ein neues Rennen sozusagen. Ich muss das Rennen nochmal neu beginnen. Bin jetzt wieder zu Runde 43 vorgesprungen, mehr oder weniger. Also habe das auf 16-facher Geschwindigkeit, ich sag mal, durchsimuliert. Oder ja, auf höherer Spielgeschwindigkeit bin ich an diesen Punkt gekommen. Ihr seht, mit Gasly stehen wir viel schlechter leider da. Mit Albon sind wir jetzt 20. Wir werden das einfach mal nutzen, um jetzt mal was auszuprobieren, was ich auch noch nicht probiert habe. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hier auf diese Boxenstopp-Option, auf mehr Optionen und werden das Auto von Albon einfach mal zurückziehen. Ja, jetzt kriegen wir die Warnung, habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber damit, ja, ist das Rennen dann für ihn, denke ich mal, vorbei. Mal schauen, ob er dann einfach reinfährt und das Auto abstellt oder wie das Ganze aussieht. Ne? Unten rechts sehen wir schon, Auto ausgeschieden. Wir sind bei Albon mit der Kamera drauf. Schauen wir uns das Ganze mal an. P0, ja, wie gesagt, leider sehr ärgerlich, dass das einmal abgestürzt ist. Ich muss auch sagen, das war der erste Absturz, den ich überhaupt hatte mit dem F1-Manager. Sehr ärgerlich, wenn das direkt so in der Rennmitte passiert. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Und ich denke mal, ja, er wird jetzt einfach in die Box fahren und dann ist das Rennen für ihn vorbei. Und so kann man natürlich auch Getriebe, Motor etc. einsparen. Und ja, das war's dann für Albon. Wie gesagt, er wäre ja so oder so wahrscheinlich ausgeschieden oder 20. geworden. Von der alles gut. Wir können ihn jetzt auch nicht wieder rausschicken oder so. Sein Rennen ist vorbei. So, jetzt sind wir bei Gasly. Wie gesagt, er hat leider darunter gelitten, weil ich habe einfach nur für höhere Spielgeschwindigkeit dann beim zweiten Mal jetzt, ja, ich hab mich gar nicht mehr darum bemüht, ihn irgendwie an irgendwelchen Gegnern dran zu lassen mit ein bisschen Strategie, sondern ich habe ihn einfach nur rausgeschickt, beide, und auf hoher Geschwindigkeit das Rennen jetzt einfach laufen lassen, und er hat leider so ein bisschen darunter gelitten. Ich denke mal, ein, zwei Plätze weiter vorne wären wir, oder waren wir ja, glaube ich, mit ihm. Jetzt werden wir da nicht viel erreichen. Ich denke mal, vielleicht werden wir noch Vettel, kommt Vettel noch rein? Ja, Vettel kommt noch rein. Dann werden wir zumindest mit Gasly vor den Aston Martin das Rennen beenden. Genau. Und mehr werden wir, denke ich, nicht erreichen. Okay, there's a big crash. Okay, jetzt am Rennende, ihr seht, wir sind in Runde 75, kriegen wir nochmal das virtuelle Safety Car. Das heißt, es wird kein, ja, richtiges Safety Car auf die Strecke kommen, sondern alle haben sich nur an geringere Geschwindigkeiten zu halten und dürfen nicht wieder überholen. Ja, aber ihr seht schon auf der linken Seite, ich hätte vielleicht noch die letzte Runde gezeigt, ne, mit Gasly, die Abstände. Ja, wir haben die Aston Martin hinter uns, die nicht mal rankommen können. Allerdings ist es für uns nach vorne auch nicht mehr wirklich spannend. Wir haben 23 Sekunden Rückstand hinter Mick Schumacher. Und ja, darum gehen wir jetzt mal auf doppelte Geschwindigkeit auf jeden Fall. Beim virtuellen Safety Car vielleicht nochmal ein, zwei Anmerkungen, wie es aktuell leider ist. Ihr müsst langsamer fahren. Ihr müsst allerdings aufpassen, wenn ihr jetzt denkt, oh, dann stelle ich doch mal hier für meinen Reifenverschleiß das Ganze auf Sparen oder auf Leicht, dann könntet ihr damit einen Fehler machen, weil nach meiner Erfahrung passiert dann Folgendes. Ihr verliert sogar hinterm virtuellen Safety Car gegenüber euren Konkurrenten vor euch an Zeit. Also, und das können sogar mehrere Sekunden pro Runde sein. Ja, darum lieber auf Standardminimum lassen oder auf Aggressiv. Nicht zu sehr Ressourcen sparen hinter dem virtuellen Safety Car. Hinter dem richtigen Safety Car wiederum funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn ihr eure Ressourcen spart. Weil das natürlich das ganze Fahrerfeld dann schön einbremst. Da aber auch vielleicht nochmal eine Anmerkung, was ich sehr schade finde. Die Überrundeten dürfen sich leider während des Safety Car nicht zurückrunden. Ne, weshalb es dann so ist, dass alle, die schon überrundet wurden und ein Safety Car kommt raus, dann hat man eben das Problem, ja, dass die noch mehr Zeit verlieren eigentlich auf ihre Konkurrenten. Auf jeden Fall keine Zeit aufholen können. Finde ich ein bisschen schade, aber so ist es halt.
So, nehmen wir jetzt die letzten ein, zwei Runden noch mit, da wir überrundet wurden. Perez geht jetzt auf die letzte Runde. Spulen wir das Ganze einfach mal schnell vor und schauen uns dann die Ergebnisse an. Perez geht als erster über die Linie. So, Albon ist ja ausgeschieden. Wie gesagt, Perez hat gewonnen vor Verstappen. Dann die Ferrari, Hamilton, Alonso, Russell, Bottas. Und ja, wir konnten leider nicht viel ausrichten in diesem Rennen. Ich sag mal, in der ersten Version des Rennens hätten wir aber auch nicht viel mehr geschafft. Jetzt mit Gasly vielleicht ein, zwei Plätze besser. Und das war's. So, das Designzentrum ist schon fertig. Ja, was wir dann auch direkt upgraden werden. Ja, jetzt sehen wir mal diese E-Mails, auf die ich schon mal angespielt habe in einer anderen Folge. Ja, wir kriegen einfach eine Benachrichtigung, dass gewisses Personal ein bisschen unzufrieden ist, eine geringe Moral hat. Das kann an unterschiedlichen Sachen liegen, was einem das Spiel das auch erklärt. Ich habe das noch nicht zu 100% durchschaut, aber natürlich ist die einfachste Variante, die Moral zu steigern, indem ihr einfach ja Einrichtungen ausbaut, die eben nochmal die Moral steigern. Ansonsten können wir ja nur durch bessere Leistungen das hinbekommen, was jetzt allerdings mit Williams natürlich im ersten Jahr bei unserer Strategie ein bisschen schwierig sein wird. Vielleicht werden wir mal in einem Regenrennen die Chance haben, vielleicht mal ein, zwei Punkte zu holen. Ansonsten werden wir da nicht viel reißen. So, Designzentrum ist fertig. Wie gesagt, sofort weiter upgraden, keine Zeit verlieren. Und dann schauen wir mal, wie lange das Ganze dann auch jetzt dauert. 84 Tage dauert der Ausbau. Und danach, wie gesagt, braucht ihr 18 Millionen. Und dann für die letzte Stufe nochmal 32 Millionen für den Ausbau. Und das ist schon viel, ne? Wir haben zwar im Moment 12 Millionen übrig. Ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht eine weitere Stufe Windkanal oder CFD-Simulator mitnehme für 10 Millionen. Allerdings müssen wir, wie gesagt, jetzt 50 Millionen zusammensparen für die nächsten zwei Upgrade-Stufen für das Designzentrum. Und ich denke, ich gehe da lieber erstmal auf Nummer sicher und spare das Geld. Ihr könnt euch das natürlich perfekt auch ausrechnen. Ihr kennt ja eure monatlichen Einnahmen etc. Könnt das hochrechnen, werde ich vielleicht nach der Folge auch mal kurz machen, dass ich da für die nächste Folge auf jeden Fall Sicherheit habe. Und ja, das war dann erstmal das Rennwochenende von Monaco. Dann gehen wir jetzt noch weiter bis zum nächsten Rennen. Kriegen wir noch irgendwas Wichtiges? Vorstandsvertrauen, Pass, haben auch noch mal ein paar Millionen bekommen. Finanzbericht, Autoentwicklung, Moral, ja. Motor ist im schlechten Zustand, da wissen wir Bescheid. Dass wir es nicht vergessen, können wir ja vielleicht einmal zu den Autos gehen. Motor, genau, den alten wieder rein. Hatte ich jetzt wahrscheinlich durch den Absturz noch drin, habe ich wahrscheinlich vergessen zu tauschen. Das ist natürlich blöd gelaufen, aber ist nicht schlimm, lassen wir drin. Was haben wir? 28%, das sollte für die Trainingssessions noch reichen. ERS ist ja eh noch drin, Getriebe sollten wir nicht mehr das alte nehmen, das ist runter auf 14%. Von der haben wir uns jetzt schon vorbereitet für die Trainingssessions, alles gut. So, was kriegen wir noch an E-Mails? Rennvorschau, Rennvorbereitung, Leistungsüberprüfung braucht man bei Williams nicht. Und ja, dann sind wir jetzt auch schon vor dem Rennwochenende von Aserbaidschan und machen dann da gleich weiter. Wie gesagt, da werde ich euch das Ganze wieder rausschneiden, es sei denn, wir haben ein Regenrennen. Hier haben wir dann jetzt auch das Rennergebnis von Aserbaidschan und wie wir sehen können, haben wir die Punkte mit Gasly nur ganz, ganz knapp verpasst. Am Ende, klar, ein bisschen Rückstand hatten wir am Ende noch hinter Mick Schumacher, aber es war echt knapp, ganz am Ende, so in den letzten drei Runden. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Fahrerweltmeisterschaft sieht folgendermaßen aus. Wir haben natürlich keine Punkte bis jetzt. Und die Konstrukteurs-WM sieht so aus. Mit dem Ende von dem Rennwochenende von Aserbaidschan möchte ich dann auch diese Folge beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch mein Kanal und diese Serie komplett gefällt und ihr wollt mich mehr unterstützen, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.